Hi, hier ist Anibench. Heute sehen wir uns den Anime The Eminence and Shadow an. Spoiler voraus und viel Spaß! Ein Wecker weckt Nishino und fordert sie auf, sich für die Schule fertig zu machen. Als sie die Tür öffnet, um die Schule zu verlassen, muss sie kurz an die hungrigen Reporter denken, die draußen auf der Lauer liegen, um eine Schlagzeile zu bekommen. Sie fasst sich schnell wieder, als der Chauffeur ihr zuruft und sie steigt in den Wagen, als sie losfahren. Es ist offensichtlich, dass sie aus einer wohlhabenden Familie stammt, denn unbemerkt von ihnen schleicht auch ein Lieferwagen an einem versteckten Ort umher und überwacht ihre Bewegungen. Nishinos Ankunft in der Schule scheint ein Ereignis für sich zu sein, denn alle Schüler bleiben stehen, um sie zu beobachten. Ihre Klassenkameraden beginnen, ihr einen guten Morgen zu wünschen und sie antwortet mit diesem PR-Lächeln. Ihre Stimmung kippt für einen Moment, als sie Kagenou am Eingang des Gebäudes trifft. Sie verachtet den armen Kerl. Er ist akademisch und sportlich unterdurchschnittlich, aber nur durchschnittlich, wenn es um sein Aussehen geht. Sie setzt ihr falsches Lächeln auf, als sie ihm einen guten Morgen wünscht. Er sitzt seit 3 Monaten neben ihr in der Klasse und spricht ihren Namen immer noch falsch aus, aber der Hauptgrund, warum sie ihn nicht mag, ist, dass er in der Klasse so distanziert ist. Alle versammeln sich um Nishino, um über ihre Hauptrolle in einem demnächst ausgestrahlten Drama zu sprechen, da sie eine berühmte Schauspielerin ist. In der Zwischenzeit sitzt Kagenou allein mit Handgelenksgewichten unter seiner Uniform und zählt über 20.000 Wiederholungen auf seinem Grifftrainer. In der Mittagspause, während sie allein auf der Toilette ist, denkt Nishino an den Skandal zurück, der sie während ihrer Mittelschulzeit dazu brachte, eine Pause vom Showgeschäft einzulegen. Dieses traumatische Ereignis hat sie dazu veranlasst, sich hinter einer Maske zu verstecken und dafür zu sorgen, dass sie von allen geliebt wird, weil sie einen vollen Terminkalender hat. Manchmal bleibt sie für Schminkkurse zurück. An einem dieser Tage wird auch Kagenou gebeten zu bleiben, um die Antworten für eine Schulumfrage auszuwerten. Als es dunkel wird und Nishino ihren Unterricht beendet, ruft sie ihren Chauffeur an, um ihn zu warnen, aber er kann sie nicht abholen, weil er von den Leuten in dem verdächtigen Lieferwagen überfallen wurde. Nachdem sie eine Weile gewartet hat, beschließt sie, allein nach Hause zu gehen, aber sie ist etwas nervös, da es das erste Mal seit dem Vorfall ist, dass sie zu Fuß nach Hause geht. Sie erschrickt ein wenig, als sie Schritte hört, ist aber erleichtert, niemanden zu sehen, als sie sich umdreht, um ihren Heimweg fortzusetzen. Die Schauspielerin wird dann von den Angreifern des Chauffeurs aufgehalten und entführt, als sie gerade ohnmächtig wird. Sie sieht Kagenou in den Schatten, der sie ruhig beobachtet. Nishino wacht gefesselt und geknebelt in einem verlassenen Gebäude auf. Ihre Entführer warnen sie, ein braves Mädchen zu sein und abzuwarten. Eine Lösegeldforderung wurde an ihren Vater geschickt und sobald sie das Geld haben, wird sie frei sein. Die Entführer weisen darauf hin, dass ihr Vater viele Feinde hat, was auf einen Anschlag hindeutet. Die Verbrecher streiten sich darüber, ob sie zu viele Informationen preisgeben, während Kagenou sein Handybildschirm als Spiegel benutzt, um sich ein Bild von der Situation im Haus zu machen. Nachdem er dies getan hat, nimmt er seine Handgelenkgewichte ab, wie Rock Lee es gegen Gaara getan hat, und öffnet dann den Reißverschluss seiner Schultertasche, in der sich eine Selbstjustizausrüstung befindet. Zurück im Haus wird es einem der Entführer zu langweilig und er beginnt, die Schauspielerin zu belästigen. Bevor die Dinge außer Kontrolle geraten, lässt sich Kagenou stilvoll vom Dachfenster des Gebäudes herab. Er stellt sich als der stilvolle Ruffian Slayer vor. Der Belästiger zieht eine Waffe, um ihn zu erschießen, aber er kontert, indem er ihm eine Glasscherbe auf die Hand wirft, sodass er die Waffe fallen lässt, während er vor Schmerz zurückstolpert. Kagenou schließt den Abstand und wirft ihn zu Boden. Dann schlägt er ihn mit einem schweren Schlag auf den Kopf nieder. Der verbleibende Entführer ist von Kagenous Kampfkraft beeindruckt und lässt seine Waffe zugunsten eines Messers fallen, um seine Fähigkeiten gegen den eleganten Ruffian Slayer zu testen. Er verrät, dass er ein ehemaliger Soldat ist und sich bei diesen Entführungen gelangweilt hat, weil sie ihm keine Gelegenheit geben, sich auszutoben. Auch Kagenou ist aufgeregt, da er schon immer gegen einen Soldaten kämpfen wollte. Er greift mit seinem Messer an und schneidet ihn ein wenig. Der stylische Ruffian Slayer blockt seine folgenden Angriffe mit seiner doppelschwingenden Brechstange ab. Er setzt sie zunächst wie Tonfa für Schlagstöcke ein, um den Militärmann zu entwaffnen, aber der Entführer nutzt seine größere Kraft, um ihn mit einem Schlagabtausch zurückzuschlagen. Kagenou wechselt seinen Griff, indem er den brechstangenähnlichen Knüppel zum Angriff benutzt, wodurch er sofort die Oberhand gewinnt. Er gesteht, dass er viel Übung darin hat, Biker-Gangs mit dieser Methode zu besiegen. Der Militärangehörige stellt fest, dass der Name Stylischer Ruffian Slayer ein Scherzname war. Kagenou ist in Wirklichkeit der berüchtigte Sturmhauben-Berserker. Er stürzt sich auf seine Waffe, aber Kagenou blockiert ihn und schlägt ihn erbarmungslos mit dem Brecheisen nieder. Nachdem er die Entführer überwältigt hat, befreit er Nishino und ruft die Polizei zu ihrem Aufenthaltsort, bevor er verschwindet. Ihr reicher und mächtiger Vater hat ein paar Anrufe getätigt, um zu verhindern, dass der Fall öffentlich bekannt wird. Am nächsten Tag geht Nishino mit ihrem Lächeln zur Schule, als wäre nichts geschehen.
Sie trifft Kagenu am Eingang des Gebäudes und zum ersten Mal erkennt er ihren Namen richtig. Zu ihrer Überraschung bemerkt sie auch, dass er präsenter ist, was sie schließlich erkennen lässt, dass auch er sein Leben hinter einer Maske geführt hat. Aber sie hatte nie die Gelegenheit, ihn näher zu untersuchen. In dieser Nacht hat Kagenu einen manischen Anfall, schlägt sich den Kopf an und schreit Magie, bevor er sich vor einem Lastwagen wiederfindet, der von 0 auf 100 beschleunigt. Während er in der Vorhölle sitzt, lässt er sein bisheriges Leben Revue passieren. Er hat sein Leben den Kampfkünsten gewidmet, um stark zu sein, aber er wollte eine Hintergrundfigur sein mit dem ultimativen Ziel, der Superheld in den Schatten zu sein. Er wacht mit intaktem Bewusstsein auf, wird aber in einer neuen Welt voller magischer Energie als Sid, dem Sohn eines Aristokraten, wiedergeboren. Er wächst heran und erfährt, dass die Familie Nachkommenschaft hervorgebracht hat. Dunkle Ritter gibt es schon seit Generationen. Ritter sind Fechter, die ihre körperlichen Fähigkeiten durch Magie verstärken. Alle setzen große Hoffnungen in seine ältere Schwester Claire, die zufällig die Erbin der Familie ist. Sie zeigt außergewöhnliche Talente als Ritterin. Währenddessen schneidet Sid bei seiner Ausbildung zum dunklen Ritter nur durchschnittlich ab, um im Hintergrund zu bleiben. Doch mitten in der Nacht stellt er seine überwältigende Kraft unter Beweis, als er einige Banditen mit einem Schleimschwert mühelos ausschaltet. Er beschließt, die Beute der Verbrecher an sich zu nehmen, als er beim Durchwühlen auf ein besessenes Wesen stößt. Also nimmt er es mit sich. Nach einem Monat magischer Experimente hebt Sid versehentlich den Fluch auf und verwandelt den abscheulichen Klecks in ein junges Elfenmädchen. Er ist zunächst verwirrt, beschließt aber, dies als Gelegenheit zu nutzen, seine Eminenz in Shadow-Persona zu erschaffen. Als sie aufwacht, stellt er sich ihr vor und webt einige Fabrications, während er ihr die Situation erklärt. Er teilt ihr mit, dass der Kult von Diablos für ihren Fluch verantwortlich ist und dass ihr Ziel darin besteht, einen großen Dämon wiederzubeleben. Er nutzt diese erfundene Gefahr, um sie als seine erste Rekrutin in seine Organisation Shadow Garden aufzunehmen. Er nennt sie Alpha. 3 Jahre sind vergangen, seit er die Lüge ausgeheckt hat. Er ist jetzt 13 und hält seine äußere Entwicklung als Nachtmensch immer noch für durchschnittlich. Sid streitet sich mit Claren an der Oberfläche. Er wird überwältigt, aber er zeigt eine Ahnung, wie er seine Schwester leicht besiegen könnte, ohne dass sie es merkt. Die Sparring-Session endet, als sie ihn in einen nahegelegenen Fluss stößt. Eines der Hausmädchen teilt ihr mit, dass ihre Mutter anruft, da die Gäste für ihre Abschiedsfeier ankommen. Wenn Adelige 15 Jahre alt werden, besuchen sie die Midgar-Akademie für dunkle Nächte in der königlichen Hauptstadt. Da ihre Familie zur High Society gehört und Claire volljährig ist, bereitet sie sich auf ihre Abreise vor, nachdem sie an der Akademie eingeschrieben wurde. In der Nacht vor ihrer Abreise wird sie von einigen Angreifern entführt. Ihr Vater kommt zu dem Schluss, dass es sich angesichts der Stärke seiner Tochter um Meisterkämpfer handeln muss. Ihre Mutter verlangt, dass sie gefunden wird. Sid entschuldigt sich in aller Stille und wechselt in seine Schattengestalt, um den Aufenthaltsort seiner Schwester zu finden. Im Laufe der Jahre hat Alpha weitere Mitglieder in Shadow Garden aufgenommen. Sie ist derzeit auf der Suche nach Hinweisen, die bei Claires Rettung helfen könnten. Da sie immer noch auf die Erzählung des Cult of Diablo anspielen, vermuten sie, dass sie die Entführer sind. Beta zeigt ihm die Karte mit den Verstecken der Feinde. Sid wirft ein Messer, um das Versteck seiner Schwester auszuwählen, verfehlt es aber. Beta ist zunächst verwirrt, spielt aber mit. Nachdem er sich die Beweise angesehen hat, sieht es so aus, als gäbe es ein Geheimversteck an dem von ihm angegebenen Ort. Er befiehlt ihr, sich mit dem Rest der Gruppe in Verbindung zu setzen, weil sie die Rettung in dieser Nacht durchführen werden. In der Zwischenzeit wurde Claire im Versteck mit magischen Ketten an der Decke gefesselt, kann aber einem Angriff von Viscount Grease entgehen. Sie erklärt ihrem Entführer, dass es ihr Bruder ist, der ihr indirekt beigebracht hat, dass man mit wenig Magie viel erreichen kann. Als der Entführer droht, ihn als nächstes in Visier zu nehmen, rastet sie aus und befreit sich von ihren Ketten, aber es gelingt ihm, sie außer Gefecht zu setzen, bevor sie Schaden anrichten kann. Einer von Griechenlands Untergebenen alarmiert ihn, dass Eindringlinge in ihr Versteck eingedrungen sind. Die 7 Mitglieder von Shadow Garden machen sich über ihre Reihen her. Der Vicomte kann es kaum glauben, als er zum Ort des Geschehens eilt, denn einige seiner Ritter sind gut genug, um der königlichen Garde anzugehören. Als die Mädchen den Kult von Diablos erwähnen, ist er überrascht, dass sie davon wissen, was auf seine tatsächliche Existenz hindeutet. Griechenland verwickelt Alpha in einen Kampf und wird leicht überwältigt. Er schluckt eine seltsame Pille, die seine Kraft steigert. Dies ermöglicht es ihm, Alpha zurückzuschlagen. Er nutzt die Gelegenheit, um auf die untere Ebene zu fliehen. Die Mädchen beschließen, ihn nicht zu verfolgen. Alpha verrät, dass Griechenland direkt auf Shadow zusteuert. Die Mädchen denken, dass Shadow die Abspaltung Griechenlands von ihnen vorausgesehen hat, während er sich in Wirklichkeit verlaufen hat. Aber bei seinem Glück läuft Griechenland ihm direkt in die Arme und sie liefern sich einen Kampf. Der Vicomte ist ihm nicht gewachsen, denn er wird so sehr überwältigt, dass Shadow ihn mitten im Flug Kampfunterricht gibt.
Der erschöpfte Griechenland, der von der Dunkelheit der Welt erschöpft ist und sich an die Ereignisse erinnert, die zum Tod seiner Tochter geführt haben, grinst Shadow an, bevor er sagt, dass er den ganzen Rauch haben will. Der Vicomte schluckt alle Pillen aus der Flasche und wird aufgedreht. Er beginnt wie ein wildes Tier anzugreifen, aber Shadow weicht ruhig aus, bevor er ihn aus seinem Elend erlöst. Am nächsten Tag stolpert Claire schlecht gelaunt nach Hause, nachdem sie sich aus den Ketten befreit hat. Am nächsten Morgen sind ihre Verletzungen verheilt und sie macht sich auf den Weg in die königliche Hauptstadt, als wäre nichts geschehen. An diesem Abend machen ihn seine sieben Schatten darauf aufmerksam, dass es für sie an der Zeit ist, ihn zu verlassen. Seitdem sind 2 Jahre vergangen und ein nun 15-jähriger Sid besucht die Midgar-Akademie. Er lebt den Lebensstil eines Hintergrundcharakters und freundet sich sogar mit dem echt geborenen Hintergrundcharakter Skelet Poe an. Die Freunde fahren mit dem Zug zur Schule. Da sie zu den niederen Adeligen gehören, haben sie nicht den Luxus, auf dem Campus zu wohnen wie die Schüler der oberen Klassen. Ausnahmen werden nur für Ehrenschüler wie seine Schwester Claire gemacht. Sid ist jetzt seit 7 Monaten an der Schule und er ist zufrieden damit, wie die Dinge laufen. Skell erinnert ihn an ihre Wette, dass derjenige, der bei ihrem letzten Test am schlechtesten abschneidet, Prinzessin Alexia, dem begehrtesten Mädchen der Schule, das für seine brutalen Zurückweisungen berüchtigt ist, seine Liebe gestehen muss. Da Sid am schlechtesten abgeschnitten hat, muss er es tun. Der Junge ist ganz aufgeregt, denn das ist die Art von Hintergrundgeschichte, die er schon immer mal erleben wollte. Später am Abend bekommt Sid Alexia allein, während seine Freunde zusehen. Er macht ihr ein Liebesgeständnis, das dem einer Hintergrundgeschichte gleicht. Sie offenbart ihm, dass sie auf jemanden wie ihn gewartet hat. Am nächsten Tag richten sich die Augen der Schule auf Sid, das genaue Gegenteil von dem, was er will. Die Schüler sind verblüfft, wie ein so durchschnittlicher Kerl sich eine Prinzessin des Landes angeln konnte. Offensichtlich hat er jetzt einige Hasser unter den Jungs, die den Anschluss verpasst haben. Die Dinge werden noch bizarrer, als Alexia sich zum Mittagessen zu ihnen gesellt. Ihr Dienstmädchen serviert das Essen. Sid versucht, dies als Gelegenheit zu nutzen, um abserviert zu werden, aber sie bittet ihn stattdessen, an einem königlichen Bouchon-Fechtkurs teilzunehmen, obwohl er in der untersten Gruppe ist. Sie setzt einige Hebel in Bewegung, damit er aufsteigt. Der Kurs wird von Herrn Zenon geleitet, der zufällig ein offizieller königlicher Fechtlehrer ist. Sid übt mit der Prinzessin und bemerkt, wie lehrbuchmäßig ihre Technik ist. Am Ende der Stunde wird der wahre Grund dafür, dass Alexia seinen Antrag angenommen hat, deutlich, als sie mit dem Ausbilder spricht. Herr Zenon hat sich mit ihr verlobt, aber sie will gegen diese Entscheidung rebellieren. Die Verabredung mit Sid ist ein Protest. Sobald er die Situation begreift, entschuldigt er sich in der Hoffnung, in den Hintergrund zu treten, bis das Ereignis auf der Ebene der Hauptfigur vorbei ist. Später treffen sich die beiden, um die Situation zu besprechen. Sid äußert seine Abneigung gegen Aufmerksamkeit und zögert, die Charade aufrechtzuerhalten. Sie verblüfft ihn mit dem falschen Antrag, nachdem sie die Informationen aus seinen Freunden herausgepresst hat. Sie wirft ihm eine Goldmünze, um anzudeuten, dass er mit Geld gekauft werden kann. Sid versucht cool zu bleiben, aber ihre Vermutung war goldrichtig, denn er verwandelt sich in einen gehorsamen Hund. Sein Taschengeld reicht nicht aus, um seine Eminenz- und Schattenoperationen mit seinem Anreiz zu finanzieren. Sid spielt seine Rolle gut. Eines Abends gehen die beiden in die Stadt, um Eis zu essen, denn Alexia möchte, dass die Öffentlichkeit sie zusammen sieht. Sie verrät, dass sie Herrn Zenon nicht mag, weil er keine Schwächen zeigt, was sie sehr seltsam findet. Sid hingegen hat viele offensichtliche Schwächen, die ihn erträglicher machen. Sie verabreden sich noch 2 Wochen lang, aber ihre Scheinbeziehung endet, als sie eine hitzige Diskussion über das Fechten haben. Am nächsten Tag kommt Sid in die Schule und ist ein wenig froh, dass die Dinge im Hintergrund wieder normal laufen können. Seine Freunde entschuldigen sich dafür, dass sie Alexia ihre Wette verraten haben. Als sie die Schule betreten, wird Sid plötzlich von Mr. Zenon darauf aufmerksam gemacht, dass die Prinzessin in der vergangenen Nacht nicht in ihr Schlafgemach zurückgekehrt ist. Die Nachtordnung untersucht eine mögliche Entführung und da er der Letzte war, der mit ihr Kontakt hatte, gilt er als Verdächtiger. Er stellt sich selbst zur Befragung, als er bemerkt, dass die Ritter um ihn herum in Kampfstellung sind. Damit ist die Episode zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Jetzt geht's aber natürlich auch wie immer zu den Grüßen. Die kürzen wir aber heute ein bisschen ab. Wir werden jetzt nur noch 3 Leute immer durch Zufall einfach auswählen. Deshalb nicht wundern. Also, wir beginnen hier mit Law Uchiha. Bitte grüß mich, du machst das echt gut. Bin seit der Spinne dabei. Vielen Dank und liebe Grüße. David Völler. Ich mag deine Videos. Kenn dich schon seit der ersten Folge. Kannst du mich bitte grüßen? Natürlich doch. Liebe Grüße. Und Linus Götzinger, warum ist gestern kein Video gekommen? Kannst du mich grüßen? Danke. Erstmal natürlich liebe Grüße, wir hatten einfach nur ein paar technische Probleme und deshalb kam gestern einfach mal kein Video. Nochmal sorry dafür. Wer jetzt nicht gegrüßt wurde, nicht traurig sein, einfach nochmal versuchen. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.